Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend oder wann auch immer Sie diesen kleinen Clip hier sehen. Mein Name ist Christian Schlegel. Es ist der 15. Juli 2020. Wir haben 18.45 Uhr, wenn ich diesen Film anfange. Und jetzt muss ich erstmal hier diesen Film, da geht es um die Lufthansa, muss ich euch erstmal hier den 5-Jahres-Chart reinmachen. Und das ist ja jetzt hier seit 2015. Ist schon eine Hardcore-Bewegung, das muss man wirklich sagen. Meine Güte, hat das hier gewonnen, alles wieder abgegeben. Jetzt möchte ich mit euch mal hier in den kürzeren Zeitraum gehen, von 6 Monaten, um euch mal ein bisschen hier was zu zeigen, denn es ist etwas auffallend. Ich fange direkt mit dieser Geschichte hier an, dass ich einfach mal die Highs miteinander verbinde. Das ist das, was meistens gemacht wird, die Highs miteinander verbinden. Ich mache es dann aber auch noch so, ich verbinde auch die Körper miteinander, da bin ich sogar noch tiefer, komme aber in etwa beim gleichen Punkt raus. Lufthansa, absolutes Politikum. Ja, vor einigen Wochen noch, schaffen die das, kommen die durch, kommen die nicht durch, wie viele tausend Leute werden entlassen und. Ja. Gut, wie sieht's aus? Also, das hier ist die 200-Tage-Linie, sind wir noch weit von weg, die ist bei 12,53. Aber ich befürchte, was heißt befürchte? Ich glaube, ich hoffe, dass die bald ins Spiel wiederkommt, dass wir die touchieren. Wie auch immer, diese ganzen Staatsgeschichten und der Einfluss des Staates ausfällt, das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen, da bin ich absolut nicht der Fachmann für. Aber die Bänder sind enger. Ja, wir haben also jetzt hier 8,20 zu 10, das ist recht eng. Und mit dem heutigen Tag hat die Lufthansa eine massive Bewegung gemacht, die in einem Tag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Kerzen vernascht. Das ist der Aufbruch zu mehr. Das ist, wenn Sie mal irgendwann bei mir ein Webinar besuchen oder ein Seminar mal sehen oder vielleicht was ich in der deutschen Börse mal mache, werden Sie ein Schaubild sehen, das könnte genau das hier sein. Wir haben hier einen Doppelboden, sehr schön, wir sind hochgerissen, wir haben korrigiert, geatmet, ja, waren schon rein theoretisch an der 200-Tage-Linie dran. Und mit dieser einen Bewegung hier schlagen wir nicht nur diese ganzen Kerzen hier auf der linken Seite, sondern wir überbieten auch gleichzeitig die 20-Tage-Linie, das ist die Mitte der Bänder. Wir sind höher als die 10-Tage-Linie. Schauen Sie sich das Stochastik an, die sieht richtig gut aus. Die Lufthansa wurde heute kontinuierlich von 12 Uhr an gekauft. Da gab es nicht einen Rücksetzer. Ja? Das sieht gut aus. Das MACD hat hier auch nach oben gedreht, sowohl auf die traditionelle Sichtweise, aber auch und insbesondere auf die moderne. Also ich muss das mögen. Und das Hochinteressante dabei ist, da kann ich mir natürlich einen Call suchen, der hier unten irgendeine Basis hat, 7. Ich werde ihn auch gleich dazu ernennen, aber ich kann hier auch ganz knapp drunter gehen. Ja, das hier ist 8,30, ich kann da drunter gehen. Und das habe ich in diesem Fall jetzt auch mal erstmal gemacht. Der erste Schein, den ich Ihnen heute nenne, ist sogar ein zeitlich limitierter. Ja, Sie können ja mal hier 18.45 Uhr oder jetzt 18.49 Uhr, da werden die Preise natürlich nicht mehr so eng gestellt. Aber vergleichen Sie mal hier. Das ist ein limitierter Schein, 16.09. von der UniCredit, und das ist ein unlimitierter. Einer mit 8, einer mit 8,03, also sollte rein theoretisch der Unterschied nur so 3 Cent betragen. Das ist aber mehr. Und deswegen nenne ich ihn heute für die Leute von Ihnen, die der Meinung sind, dass sich das weiter nach oben bewegt. Ich muss es ja ganz vorsichtig ausdrücken. Diesen Schein hier. Das ist die HZ2 S12, Heinrich Zeppelin 2, Siegfried 12. Ein Achterschein mit einem Achterhebel, ich runde leicht, mit der Laufzeit 16.09.2020. Den finde ich gut. Wem der zu heiß ist, so, da müssen wir unter die 7 gehen. Also unter die 7 Euro, Basis 7 Euro, wo hier der Doppelboden ist. Da bietet sich sowas hier an, das ist ein Hebel von rund 4, Basis 6,84. Das ist die Kennnummer HZ9, Bertha Emil 0, HZ9, Bertha Emil 0. In diesem Fall ein unlimitierter. Tatsächlich könnte man aber auch zu diesem hier gehen, 16.09. HZ3 V97. Ein bisschen günstiger. Jetzt schauen wir mal nach dem Put. Es gibt 2 Basen, die man für die Put suchen kann. Einmal hier bei rund 11, einmal hier hinter der 200-Tage-Linie, hinter 12,53. Mal schauen, was wir finden. Ich habe jetzt keinen gefunden mit höherem Preis als 12,53, aber ich habe diesen hier. HZ3 DMV. Das ist ein unlimitierter Schein mit der Basis 12,37. Das entspricht einem Hebel von momentan 2,85.
Also das verdient schon fast nicht mehr den Begriff Hebelprodukt. Der ist echt sehr klein. Aber ich weiß, es gibt solche und solche. Und dann suchen wir uns nochmal einen, der über oder bei der 11 liegt. Dann haben wir genau den hier mit einem Hebel von 5. Auch ein unlimitierter Schein, exakt Basispreis und K.O.-Preis 11. Das ist die HZ3 GUD. Heinrich Zeppelin 3 Gustav UD. Ich wünsche Ihnen ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye bye.